Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. An meiner Seite heute Dr. Tim Schikora. Er ist Direktor des Zoos hier in Schwerin und gleichzeitig natürlich auch Geschäftsführer der entsprechenden GmbH. Und Herr Schikora ist jetzt seit 100 Tagen ungefähr in Schwerin, neu nach Schwerin gekommen. Wie haben Sie es erlebt, als Sie damals in den Zoo gekommen sind nach Schwerin? Sie sind ja selber kein Schweriner, sondern kommen aus den Altbundesländern. Wie stellt sich der Schweriner Zoo für Sie dar? Jetzt auch nach 100 Tagen Bilanz. Wo sind die Stärken dieses Zoos? Natürlich, und wo gibt es auch Schwächen? Ja, also ich habe den Schweriner Zoo von Anfang an als einen schönen Familienzoo erlebt, muss ich sagen. Er hat eine überschaubare Größe. Man verläuft sich nicht, so will ich es mal sagen. Also ist alles gut, schön und kompakt. Die wichtigsten Tiere sind vorhanden in attraktiven Gehegen. Also man kann sich wirklich schön seine Zeit dort verbringen. Und es ist in einer wunderbaren Waldlandschaft gelegen. Das ist, glaube ich, so die größte Stärke, wenn man das vergleicht mit anderen größeren Zoos, die ja dann doch häufig schon sehr urban sind, verbaut sind, haben wir noch richtig viel Natur. Ja, das sticht auf alle Fälle hervor natürlich. Und dann stechen natürlich einige Tiere hervor, die es in keinem anderen Zoo in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Da denke ich an die Giraffen natürlich und an mein Lieblingstier, das Nashorn auch. Also das ist wunderbar. Da gab es auch gerade eine aktuelle Entwicklung, einen Nashorn-Tausch gab es, sogar international. Genau, ja. Also wir sind ja im Europäischen Zooverband. Ganz wichtige Sache letztlich in der modernen Zootierhaltung, dass man untereinander Tiere tauscht, die Zucht voranbringt. Und bei unseren Breitmaul-Nashörnern ist es so, dass wir in letzter Zeit ja keine erfolgreiche natürliche Zucht leider hatten. Von daher ist es dann nötig, Tiere mal zu tauschen, wenn sie sich nicht sympathisch sind. Das heißt, unser Limpopo, der Bulle, wurde abgegeben an einen Zoo in den Niederlanden. Dafür haben wir zwischendurch eine Kuh aus Dänemark bekommen, aus dem Kopenhagener Zoo, die jetzt mit bei Clara dabei steht. Und später im Jahr wollen wir dann uns einen neuen Bullen zulegen. Wie wichtig ist der Zoo für Schwerin und für die Region natürlich? Er ist ganz essentiell, muss ich sagen. Also er ist ein wichtiges touristisches Highlight, was man natürlich weiter ausbauen muss, aktualisieren, modernisieren und möchte den Besuchern immer etwas Neues bieten. Aber wir sind ja eine, wenn nicht die besucherreichste Attraktion der Stadt. Auf alle Fälle ein Besuch wert und sicherlich ganz wichtig im Gesamtpaket Schwerin und Region. Ja, also ich finde den Zoo natürlich auch immer einen Besuch wert, aber er kam in die Diskussion in den letzten Jahren, also was die Wahrnehmung anbelangt, auch der Stadtvertreter zum Beispiel, wo dann auch so Stimmen, wo es auch Stimmen gab, die dann sagten, wir brauchen ja eigentlich gar keinen Zoo, eigentlich reicht ja für Schwerin auch ein Tiergarten. Wir wissen ja alle, Schwerin hat klamme Kassen und steht unter Aufsicht des Innenministeriums. Was sagen Sie diesen Stimmen? Ja, also Schwerin braucht ein Zoo, ganz klar. Und auch wirklich ein Zoo in dem Sinne, wie ein Zoo verstanden wird, eben exotisch. Das heißt, wir brauchen große, spektakuläre, exotische Tiere, die natürlich auch einen gewissen Gefährdungsstatus haben, damit man die Kernfunktion eines Zoos, nämlich den Artenschutz, auch vorantreiben kann. Tierparks haben wir reichlich in der Umgebung. Mit Zoos, in meinem Verständnis, ist es etwas spärlich gesät, gerade im westlichen Mecklenburg. Da bleiben eigentlich nur Rostock als nächstes und Hamburg. Und da haben wir schon gutes Potenzial, dass wir uns eben weiterentwickeln müssen, viele Besucher bekommen. Man muss aber auch am Ball bleiben, das heißt ein paar Investitionen betreiben. Wie gesagt, wir sind eine natürliche Landschaft, das heißt wir brauchen keine großen Gelder in die Hand nehmen, um künstliche Atmosphären zu schaffen, um künstliche Landschaften. Die natürliche gibt alles Mögliche her, wo man ein bisschen Kreativität rangehen kann, dass man wirklich attraktive und auch langfristig spannende Anlagen gestalten kann. Ja, was sind da die Themen jetzt, die Themenwelten, die Sie dann in den nächsten Jahren, Monaten erschaffen wollen? Also als nächstes arbeiten wir an diesem Komplex Afrika-Savanne. Der nächste Anstoß, oder was bereits schon läuft, ist die Erweiterung der Nashornanlage. Afrika-Savanne hat mit Löwen zu tun zum Beispiel? Genau, zum Beispiel Löwen, Nashörner, Giraffen. Wir haben ja jetzt schon die Giraffen mit den Zebras zusammenstehen. Die Strauße stehen mit in dem Bereich. Da sind viele Tiere, die wir zusammen auf einer Anlage präsentieren möchten. Ja, ich habe gehört, Sie haben Ihren Doktor über Evolution der Antilope geschrieben. Wird es auch mehr Antilopen im Zoo Schwerin geben? Sicherlich. Also wir haben bislang gar keine Antilopenart. Die gehört einfach mit in den Zoo. Was für welche das dann sein werden, kann ich so noch nicht sagen. Mit Sicherheit werden wir versuchen, kleine, da gibt es wirklich hasengroße Antilopen. Vielleicht werden wir solche holen, das ist nicht weiter schwer. Wenn man große haben möchte, muss man natürlich neue Stallanlagen bauen, dann sind wir schon wieder beim Punkt Geld. Die kleinen kann man schnell zu den Giraffen oder Ähnlichem dazustellen.
Ja, ein faszinierendes Tier auf alle Fälle. An Veranstaltungen, was ist da geplant? Sind Sie so eine Art Veranstaltungsmanager auch? Begreifen Sie sich auch als Zoodirektor, als solcher? Es gehört natürlich dazu. Also wir können nicht nur das Jahr an uns vorbeilaufen lassen und dann ist mal Ostern und dann ist irgendwann mal ein Sommerfest. Die müssen schon auch attraktiv sein. Da muss ein Rahmenprogramm her. Nächstes Jahr beispielsweise feiern wir unser 60-jähriges Jubiläum. Da muss natürlich ein ordentliches Sommerfest her. Aber auch in diesem Jahr. Wir haben ja zahlreiche kleinere Programme. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen selektieren, was ist wirklich spannend, was ist noch zeitgemäß und dann das Beste mit ins nächste Jahr mitnehmen. Und wie sieht's aus? Wird Schwerin dann sowas bekommen, auch wie ein Darwinium oder ein Polarium oder sowas? Savanne sprachen Sie an, wie ein Afrikaneum zum Beispiel? Afrikaneum, ja, ganz so pompös wird sicherlich nicht. Also wir müssen auch schauen, dass wir uns eben die Atmosphäre nicht verbauen. Also ein Bau wie das Darwinium beispielsweise würde sicherlich überhaupt nicht in die Landschaft passen. Aber wir brauchen schon Gebäude, in die der Besucher auch reingehen kann, sich mal ein bisschen aufhalten kann. Beispielsweise ein neues Löwenhaus wäre so etwas, was ich mir vorstellen kann, wenn das schön hell konstruiert ist, ähnlich wie ein Wintergarten oder ein Tropenhaus, in dem sich die Tiere wohlfühlen, aber auch der Besucher, speziell im Winter, in der Nebensaison, wenn mal schlechtes Wetter ist, dass man da reingehen kann und einfach mal eine Zeit dort sitzt, die Löwen beobachtet und die anderen Tiere oder Terrarien, die noch mit integriert werden, sich einfach anschauen kann. Gerade jetzt zum 1. Mai oder nach dem 1. Mai, warum sollte man gerade jetzt ins Zoo gehen? Was kann man dort erleben? Was kann man sehen? Also aktuell, ich bin ja fasziniert und ich verliebe mich Tag für Tag immer mehr in den Schweriner Zoo, weil jetzt die Vegetation einfach in volle Fahrt kommt. Im Moment ist es herrlich, man hört Vogelstimmen ohne Ende, die Tiere werden etwas aufgeweckter. Also man spürt förmlich, wie der Zoo jetzt langsam erwacht. Also das ist sicherlich eine Attraktion. Demnächst werden unsere Cutters wieder auf die Außenanlagen kommen, zu sehen sein. Die haben ja gerade erst Zwillinge bekommen. Unser Jungtier bei den Giraffen ist da, unsere neue Karin, das neue Nashorn ist da. Also die werden sicherlich sehr genießen, jetzt die Außenanlagen zu haben. Und da ist sicherlich viel Action vorbereitet. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, besuchen Sie den Schweriner Zoo und natürlich auch die anderen Tierparks und Zoos in unserem Bundesland, aber natürlich speziell den Schweriner Zoo. Dort können Sie nämlich eine neue Nashornkuh kennenlernen, die heißt? Karin. Karin. Lernen Sie Karin kennen und gehen Sie in den Schweriner Zoo. Herzlichen Dank für Ihr Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in die Individuelle Woche.